Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu den Ender Games. Wir spielen mit dem Skorpion Kid. Okay, okay, wir haben. Was sind das für Hintergründe? Also wir spielen mit dem Skorpion Kid und. Wir spielen mit dem Skorpion Kid und ich habe im Hintergrund noch Hearthstone offen und deswegen hören wir die Menütasten, wenn ich irgendwo meine Maus drüber bewege. Ich mach's gerade mal wieder zu, ich habe gerade eben reingetappt und irgendwie. Ach, das hat nicht so gut funktioniert. Der Skorpion vergiftet alles, wenn man ihm Schaden macht, mit feinem Bogen, mit dem Schwert, mit der Faust. Heißt, ja, ich vergifte den Gegner immer. Ist nicht das beste Kit, aber besser als kein Kit. Naja, Vergiftungsfight ist ein ganz cool, muss man sagen, weil der Gegner wird dadurch ja langsamer und man kann ihn dadurch nochmal besser treffen und immer wieder. Und ja, das kann das Kit. Ja, und wie gesagt, hat so beim Hintergrund offen. Man hat so Menüdinger gehört, das war bei euch wahrscheinlich ein bisschen leiser. Aber bei mir war es doch schon recht laut und deutlich. Und das war nicht gut. Okay, da hat jemand die Milch und den Flint liegen lassen. Oder sind echt nur Milch und Flint da drin gespawnt? Das bezweifle ich aber. Oh, wir kriegen echt halbwegs viel Zeug, aber wir können uns nur ein Diamantschwert machen, ist die Sache. Und nur ein Diamantschwert heißt, wir haben keine Rüstung. Und keine Rüstung ist immer so eine Sache, da fühle ich mich so unwohl. Die Gegner kommen und mich dann immer weg. Und weggekombot werden, das macht keinen Fun. Okay, wir haben da vorne ein Ungeheuer. Dann zwei Barbaren und in der Mitte auch ein Skorpion? Ich weiß nicht, hatte der. Ja, das war auch ein Skorpion. So, da vorne ist ein Spieler. Die Frage ist, hat er ein Schwert? Meistens haben sie das. Hinter mir ist anscheinend kein Spieler, zumindest nicht im Umkreis von 30 Blöcken, also so nah wie wir bei anderen sind. Puh, und das ist irgendwas. Okay. Okay, er ist vergiftet. Ihr seht, er kriegt aber keinerlei Knockback. Das ist recht merkwürdig. Okay, wir haben ihn nochmal erwischt. Eventuell. Ne, er wurde nicht vergiftet. Alles sehr merkwürdig, muss ich sagen. Wir versuchen ihn trotzdem zu. Obwohl, die Kisten looten ist sinnvoller. Weil der hat nichts im Inventar. Heißt, es lohnt sich nicht wirklich, ihn weiter zu verfolgen. Das wäre eher Zeitverschwendung als alles andere. So, okay, da vorne ist ein Spieler. Mal schauen, ob er uns angreift. Anscheinend nicht. Das heißt, wir haben Zeit, um uns einen Dierhelm zu machen. Und hinter mir ist ein Spieler. Okay, aber anscheinend nicht nah genug. Ich weiß nur, ich habe nur gesehen, dass der Kompass nach hinten ausgeschlagen hat. Okay, da. Mann, er hat noch den Trank weggetrunken. Hätte ich gern gehabt. Warum trinkst du den einfach weg? Den hatte ich schon mir reserviert durch deinen Tod. Okay, da vorne wird gekämpft. Okay, das eine ist anscheinend ein. Der dürfte nicht mehr springen können. Oder? Jetzt kann er wieder. Ah, nein, verdammt. Verdammt. Okay, Hammer. Ist der nächste Spieler da? Nein, ist er nicht. Heißt, wir können ganz schnell unser Zeug hier sortieren. Oh Gott, das ist gerade actionreich hier, muss ich sagen. Ganz ruhig, Mordado, ganz ruhig. Regeneriere ich? Nein, tue ich nicht. Ich habe im Notfall zwei Heiltränke. Ich hätte gerne noch irgendwas von dem. Das muss sich ja gelohnt haben, ihn getötet zu haben. Okay, ein Regenerationstrank. Ich glaube, den trinke ich. Weil ich dürfte jeden Moment geportet werden. Ansonsten ist hier nur der Bogen, den ich gerne hätte. Das heißt, Sortierungspower, go, go, go. Schaden ist es gerade auch besser als unseres. Bis wir das verzaubern können, bleiben wir auf jeden Fall dabei. Und da werfen wir natürlich direkt die leere Flasche weg. Ach, GG. So, nächster Spieler kommt gerade nicht in unsere Richtung. Heißt, es ist Zeit für eine Eisenhose. Hose fehlt uns noch. Heißt, darüber freuen wir uns. Puh, ach, Mann, Leute. Gerade richtig aufregend. Ich habe die Ender Games seit dem neuen Jahr noch kein einziges Mal gespielt. Ich wollte gerade eben mit anderen spielen, aber ich habe ja gestern im Video bei Mindheft Auto gesehen, wie begeistert die anderen als sind, wenn wir auch. Die sind halt auch faul. Die sind halt genauso faul wie ich. Ich habe einfach nur faule Freunde. Ach Mann, das Leben ist schon schwer mit faulen Freunden. Hallo. Danke fürs Heilen. Habe ich einen Wassereimer? Ja, habe ich. So. Das dahin. Der hat auch ein verzaubertes Schwert mit Unbreaking sogar. Dann können wir direkt die Sachen, die wir nicht brauchen, hier verbrennen. Das ist sehr praktisch. Hat er schön für uns aufgestellt, muss ich sagen. Das ist perfekt für mich. Okay, wir machen daraus Crafting Table. Machen wir daraus noch mehr Crafting Table. Dann können wir den Rest wegwerfen. Schauen wir nochmal nach den Spielern. Oh, eventuell hört man meinen kleinen Bruder im Hintergrund. Und das sind die Diaschuhe. Da war. Nein, ich wollte die Diaschuhe. Manno! Warum musste mir das passieren? Die habe ich mir doch hart erkämpft. Und trotzdem bekomme ich nichts. Gemeinheit. So, wie viele Spieler leben noch? 5 andere. Wir sind echt gut dabei, muss ich sagen. Wir haben jetzt auch das Zeug, was ich eigentlich die ganze Zeit schon haben wollte. Haben wir auch immer noch ganz viel davon. Mein Inventar ist so unordentlich. Hätte ich zwischendrin einmal sortiert, hätte ich natürlich auch weniger Kills gemacht. Aber es wäre alles viel ordentlicher gewesen. Genau.
Und ja, ich habe Hearthstone die letzten Tage ein bisschen gespielt. Ich muss sagen, ich finde Hearthstone nicht annähernd so gut wie Yu-Gi-Oh! Trotzdem macht es irgendwie Spaß. Ich finde es sehr schwer. Also es geht viel zu langsam, dass man in dem Spiel Karten bekommt, gerade durch die Klassenaufteilung. Also wer Hearthstone nicht kennt, das ist so ein Kartenspiel von Blizzard. Wer Yu-Gi-Oh! Nicht kennt, Yu-Gi-Oh! Kennt jeder. Zu Yu-Gi-Oh! Habe ich auch viele Videos auf meinem Kanal gemacht. Also Yu-Gi-Oh! Da wäre ich echt eine Weile sehr, sehr tief in der Materie in dem Moment. Also, oh, ich habe mein Pfeil weggeworfen und es war ein Ungeheuer. Oder etwas mit verzauberten Bogen. Wie der hier auch. So, warte, dann werfen wir da unsere Perle hin. Und dann haben wir den auch. Eventuell hatte der Dierschuhe dabei. Sieht aber nicht so aus, aber wir nehmen uns auf jeden Fall noch die Enderperle. Aber bei Hearthstone, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist nochmal ein bisschen mehr auf Zufall basiert als Yu-Gi-Oh! Bei Yu-Gi-Oh! Hatte ich am Ende so das Gefühl, das hat eigentlich gar nichts mehr mit Zufall zu tun, sondern was für ein Deck man hat. Und ja, das ist ein bisschen schade. Und es ist einfach so schlimm, an die Karten ranzukommen. Das dauert viel zu lange. Da bin ich viel zu ungeduldig für. Und man kann natürlich auch für Echtgeld holen, die Karten, aber das ist dann für Echtgeld. Und das wollen wir ja nicht, Leute. Wir wollen ja kein Geld dafür ausgeben. Und vor allem, man kann da, glaube ich, so viel Geld ausgeben. Das ist echt nicht schön. So, holen wir uns das Ding. Schmeißen wir eine Enderperle zu ihm. Geht er wieder ins Wasser? Ich glaube, er geht wieder ins Wasser. Er hat aber schlechte Rüstung, heißt, den direkten Bogenkampf gewinnen wir. Vor allem, weil wir noch vergiften. Heißt, das hätte er nicht machen sollen. Der hat auch Dia-Schuhe, die habe ich mir ja mittlerweile gecraftet, und Dias. Heißt, wir nehmen uns alles mit. Rüsten dann auch noch einen Wassereimer gleich aus. Und die Dia-Schuhe habe ich doch, ich habe es angezogen. Ich würde halt gerne noch mein Schwert verzaubern. Das wäre so das Letzte, was ich noch machen wollte. Mein Dia-Schwert. Natürlich, das andere habe ich schon verzaubert, brauche ich ja nicht mehr. Und einen Goldapfel noch, einen neuen, wäre, glaube ich, ganz nett. Eine nette kleine Sache. So, und wir können uns, glaube ich, sogar zwei machen. So, okay, dann bin ich bereit für den... Ja, das ist nicht mal der finale Kampf. Das ist echt verrückt. Normalerweise sind jetzt schon alle tot, aber heute denken sich die Leute ein bisschen überleben. Das wäre was Schönes. Ja, nicht mit mir, Leute. Hier wird nicht überlebt. Hier wird nämlich verzaubert. Oder auch nicht. Kein Verzauberungstisch, weit und breit wurden die seltener gepatcht. Ich habe so das Gefühl. So, schmeißen wir uns und essen dann eine Perle, wenn wir ankommen. Und verzaubern dann noch ein Dia-Schwert. So, und noch so ein Bogen. Haben wir jetzt alles, was wir wollen. Wir haben ja noch einen zweiten Goldapfel für den Kampf. Die Sache ist, es leben halt zu viele. Das könnte echt riskant werden. Ich habe auch noch zwei Heiltränke, die darf ich nicht vergessen. Und dann versuchen wir, den Spieler da vorne zu töten. Hallo, bitte geh nicht in den Dschungel. Ach nein, im Dschungel, Leute, das Verfolgen ist so anstrengend. Hat auch gerade nicht gekämpft. Er kann gerade nicht gekämpft haben. Weil, ja, sonst... Oh, ich habe 2,5 Herzen dadurch verloren. Sonst, ja, es haben die ganze Zeit nur 3 Leute gelebt und es lebt jetzt auch keiner weniger. Ich habe so viel bessere Rüstung, aber einen Resistenzbuff. Okay, hat funktioniert. Essen, wir regenerieren auf jeden Fall. Das ganze Zeug da, das brauchen wir nicht. Aber einen Wassereimer würde ich gerne mal ausrüsten. So, wir rennen hier weg, bevor wir geportet werden und andere Spieler das Zeug bekommt. Okay, er hat einen Resistenzbuff dadurch, dass er ein Tier getötet hat. Er ist ja ein Chamäleon. Aber wir haben es trotzdem geschafft, ihn zu töten. So. Ach, wenn ich genügend Eisen für einen Amboss hätte, wäre das natürlich richtig lustig. Und dann könnte ich mir ein Sharpness 2 Schwert machen. Aber ich glaube, so viel Eisen finden wir nicht mehr zusammen. Es waren, glaube ich, 38. Ich weiß nicht, wie viel man gebraucht hat. Auf jeden Fall zu viel. Ach genau, und ihr seid richtige Möbel-Hater, Leute. Ihr hatet meine Möbel. Die sind alt, ja? Die haben schon viel durchgemacht. Bisschen Respekt vor dem Alter. Was sind das hier, das da? Da brauchen wir auch eigentlich nicht. Kann ich noch irgendwas ausrüsten? Ich könnte das hier dahin. Die hier brauchen wir eigentlich nicht hier unten. Dann könnte ich hier unten noch Pfeile... Nee, wir haben zu viele Pfeile. Ich muss nicht sehen, wie viele Pfeile wir haben. Was kann man denn noch ausrüsten? Ich könnte natürlich einen Lava-Eimer. Aber wahrscheinlich, wenn ich mich lösche, stelle ich mich einfach in Lava rein, so wie ich mich kenne. Und ja, gehen wir einfach zum letzten Spieler. Ich glaube, das ist das Beste, was wir jetzt machen können. Oh, macht er eine Falle? War ich gerade im Wasser? Okay. Ist es ein Hai oder warum ist er im Wasser? Nee, er wollte, glaube ich... Okay. Baba. Okay, das war jetzt kein krasser Endkampf. Aber ich würde sagen, das waren die Endergames. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ja, die heutige Folge TTT, die noch kommt, die wird leider wieder kein Ingame-Sound haben, aber die übernächste. Also die nächste nach heute. GG. Ja, das war, wie gesagt, war ein bisschen...
habe ich ein bisschen weggespammt. Das tut mir irgendwie leid. Naja, tschüss.